In Boston läuft seit Stunden eine Verfolgungsjagd nach den Marathon-Attentätern. Und in Sachsen-Anhalt muss eine Ministerin ihren Stuhl räumen, weil sie dem Spardiktat des Regierungschefs nicht folgen wollte. Und damit guten Abend, meine Damen und Herren, zu MDR Aktuell. Die jüngsten Sparpläne Sachsen-Anhalts, sich von einer der beiden Unikliniken im Land trennen zu wollen, haben wohl das Fass zum Überlaufen gebracht. Für die zuständige Ministerin Birgitta Wolf ein weiterer untragbarer Punkt in der Spardebatte. Ministerpräsident Haseloff aber will und muss den Schuldenberg des Landes abbauen und sah sich zum Handeln gezwungen. In Boston jagt die Polizei einen der beiden mutmaßlichen Marathon-Attentäter. Es scheint nur noch eine Frage der Zeit, wann er gefasst wird. Der zweite Tatverdächtige, sein Bruder, war vergangene Nacht getötet worden. Ja, auch in Deutschland waren die Sicherheitsbehörden am Nachmittag in Alarmbereitschaft versetzt worden. Im Schloss Bellevue, dem Amtssitz von Bundespräsident Gauck, ging ein sprengstoffverdächtiger Brief ein. Er wurde kontrolliert gesprengt. Nach bisherigen Erkenntnissen soll es sich um eine hochexplosive Substanz gehandelt haben. Bundespräsident Gauck hielt sich zu der Zeit nicht im Gebäude auf. Weitere Meldungen jetzt kompakt. Thilo Sarrazin, die Reizfigur. Seit Jahren kennt man seine provokativen Sätze zum angeblich fehlenden Eingliederungswillen von Migranten. Ihm persönlich haben sie nicht geschadet, sieht man mal vom Verlust seines lukrativen Jobs bei der Bundesbank ab. Ja, nun aber bringen seine früheren Äußerungen die Bundesregierung in Schwierigkeiten. Vor höchster Stelle muss sie sich rechtfertigen für eben ihn, Thilo Sarrazin. Ein UNO-Ausschuss rügte die deutsche Regierung für ihre Passivität. Sie habe zu wenig getan, um dem Rassismus, in Sarrazins Worten, entgegenzutreten. Wer sein Baby mit Milchpulver von deutschen Herstellern füttern will, braucht derzeit Geduld beim Einkauf. Weil Eltern in China nach den Skandalen um verseuchtes Babypulver den einheimischen Produkten nicht mehr trauen, leeren sich seit einigen Monaten deutsche Drogerieregale. Grund sind Hamsterkäufe von in Deutschland lebenden Chinesen, die das Milchpulver gleich kiloweise nach Hause schicken. Der lange Winter dürfte uns nicht von dieser fiesen Raupe hier befreit haben, vom Eichenprozessionsspinner. Mit den milderen Temperaturen kommt auch er wieder zurück. Das Insekt zerstört ganze Eichenbestände und greift der Mensch helfend ein, ist auch er gefährdet. Denn die Härchen sind giftig und lösen heftige allergische Reaktionen aus. Deshalb soll der Eichenprozessionsspinner jetzt aus der Luft chemisch bekämpft werden, sogar über Wohngebieten. Und das alles noch, bevor die Larven schlüpfen.